Willkommen zurück bei Titan Quest in der Halle des Prometheus im Tempel der Hatschepsut vorm Altar der Ewigkeit. Geil, Portal nach Babylon. Ab nach Akt 3 würde ich mal sagen, oder? Schauen wir mal. Ich vermute es. Ja, genau. Okay, na dann bekommen wir noch mal ein kleines Filmchen. Ne, da sind wir schon. Die Gärten von Babylon. Sehr schön. Können wir wieder mal was verkaufen? Die haben wir schon hier, das Lied der Schlange. Das kommt in unsere Kiste. Brauchen wir nicht. Das ist auch nicht so geil. Oh, hier, bis 63 Schaden jetzt schon. Stufe 15. Okay. Viel Glück. Könnten wir dann doch Glück haben, dass wir da nochmal vielleicht in naher Zukunft irgendwo mal noch ein paar schöne Waffen herbekommen. So. Schön. Es ist super gemacht. Es sieht einfach geil aus. So, weiter geht's. Teleport aktiviert. Ja, der Orient. Akt 3. Geil. Hey, ist super. So, weiter geht's. Ist rumgekämpft direkt. So, wohl kein nettes Empfangskomitee. Stufe 21 Tiermensch. Die sehen wirklich ein bisschen ekelhaft aus. Oh fuck, die hauen aber rein. Alter. Sind das Mücken auf 6 Beinen? Mahagonitruhe. Ich hau mich weg. Was zur Hölle, ich habe noch nie eine Mahagonitruhe in irgendeinem Spiel gesehen. Ja. Jetzt weiß ich auch warum. Weil die kacke sind. Pflanzen, aha. Ja, schön, wieder mal neue Gegner. Tut auch gut. Oh. Frösche. Nee, Heuschrecken. Das ist ja echt cool gemacht. Oder sind das Gottesanbeterinnen? Ich kann es nicht ganz genau sehen. Die waren hier so ein bisschen versteckt. Also Schaden machen die echt ordentlich, wenn hier so zwei, drei um mich rumstehen. So geht's. Ah, sehen aus wie so Gottesanbeterin. Die hier. Insektoide, Mantide heißen die hier. Ah, okay, können auch diesen Außenpanzer droppen. Aber erstmal hier eine ganze Menge durchkämpfen, ne? Ach, geil. Können jetzt also doch schon andere. Hatte ich mich doch nicht versehen. Bessere Gesundheitstränke. Na, endlich. Schon lang gefragt, wann da mal neue kommen. Wahrscheinlich so ab Stufe 25. Oder halt hier jetzt ab Babylon. Das ist echt schönes Level-Design. Oh, was kam da denn für ein Blob runter hier links?
von deinem scheiß Gift. Alter. Knaller der Ichtier. Oh, oh, fuck. Ja. 60 bis 80 Schaden, 53 Giftschaden. 10% Wahrscheinlichkeit für 23 Energieverbrennung oder 2 Sekunden Lähmung. Ist jetzt nicht so geil, aber 60 bis 80 Schaden, Alter. Durchschnittlicher Schaden wird dadurch ein bisschen erhöht. Sogar noch besser als der hier. Ich lasse den mal drin. Pack den mal hier mit rein. So, Außenpanzer sind voll. Ah hier, ich tier Aegis. Was wäre das? Rüstung. Ja, aber nichts für uns. Oh. Na geil. Ich eine neue Waffe bekommen, ist ja auch nicht verkehrt. Zack. Och nee, nicht ihr schon wieder. Haut ab. Moment, war das irgendwie ein Giftsack? Nice. Haben wir schon wieder 4? Oh, Gott sei Dank, endlich mal wieder ein Brunnen. Das erste Mal, dass ich richtig froh bin hier so einen Brunnen zu sehen. Oh nein! Noch ein Giftsack, okay. Dann wäre das voll. Kann ich ja hier leider nicht mit drauf machen, ne? Doch, geht! Ach, fuck, echt jetzt? Also auf die geht das wieder, auf diese grünen. Auf die blauen kann ich das nicht drauf machen. Okay, das ist ja super. Was machen wir denn da drauf? Gift wieder? Gesamtgeschwindigkeit wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ach, hier war nochmal schon voller Giftsack. Überlege gerade 5% Gesamtgeschwindigkeit oder lieber Giftsack. 4 Stärke. 5 Schaden, 4 Angriffsgeschwindigkeit. Achilles Tapferkeit, ich glaube, das haben wir das voll oder brauchten wir das für unsere Todesrasse, für das Artefakt? Ich glaube, das brauchten wir für das Artefakt. Achilles Tapferkeit. Also ich hätte halt auch gerne wieder ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit und 5 Schaden ist da drauf. Vielleicht finden wir noch ein bisschen von Achilles Tapferkeit. Gut zu wissen, dass ich auf die grünen Waffen dann doch wieder was drauf machen kann. Ja, ich gehe es. Halt. Nimm's doch mal mit. Ein Korb. Okay, sind dieselben. Schrein der Heilung. Nun denn. Müssen wir uns hier immer noch weiter vorkämpfen, okay?
Ich hab gedacht, es ist hier bald mal Schluss, aber es geht noch weiter. Jetzt geht's auch da hoch. Oh, da hinten ist wieder so ein dicker Blob. Shit. Na gut, das ging. Okay, dann hier oben weiter. Nächster Brunnen. Das ist echt abgefahren, wie riesig das hier ist. Sieht aber halt echt top aus, ne? Oha, das war knapp. Alter, die können aber echt auf einmal ganz schön Schaden raushauen. Ja, die hier Gott sei Dank nicht ganz so. Jetzt wird es auch noch Nacht. Das wird hier jetzt eine Nacht- und Nebelaktion, irgendwie hochzuklettern. Komische Wassergespucke macht so viel Schaden. Puh. Aber gut, EP fahren wir hier auch ein. Also gute. Viele EP. Und Geld. Viel Geld. So, was ist denn das hier? Frostschrein. Laut bestimmt direkt so ein kleiner Endboss hier irgendwo. Finde ich sogar ganz geil. So eine riesen Gottesanbeterin. Mit so einer komischen Wasserspinne hier als Freund. Warte mal, da ging es gerade hoch. Aber hier hinten geht es auch weiter. Wo muss ich denn jetzt lang? Vielleicht auch selber raus, wenn ich hier hochgehe, ne? Boah, Alter. Auch in dem scheiß Gezeitenkriecher. Oh Gott, ey, die Map sieht auch super aus. Ich hoffe, ich habe nicht großartig irgendwo was übersehen, aber bisher ging es ja eigentlich. Tempel der Marduk. Oh ja, stimmt. Ich erinnere mich, wir sollten mal irgendwie mal hier hin, ne? Nö, 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 nö. Okay, nett. Oh, Tempel des Marduk, Ebene 1. Geht das direkt wieder los, okay? Gar kein so großes Empfangskomitee hier in Babylon. Ich habe gedacht, hier... Oh, die halten aber wieder viel aus. Geben auch gar nicht so viele EP. Gedacht, wir kommen erstmal in Babylon an. So ein schöner Marktplatz irgendwo zum Kaufen und Verkaufen. Naja, und jetzt sowas. Ah, ja, meine Lieblingsspeck. Spektra... Oh, ich krieg's gar nicht raus. Geister.
Oh, was haben wir da? Strahlende, geschuppte Armschienen des Scharfsinns. Nö. Gefallen mir gar nicht. Tempel des Marduk, Ebene 2. Halt. Hier oben irgendwo ein Brunnen. Da. Kaum gesehen. Direkt mit in die Wand eingebaut. Rattenmännchen. Scharfer, langer Dreizack. Ja, den möchte ich nicht hinten reinkriegen. Auch nicht woanders, davon abgesehen. Was haben wir denn hier? Essenz von Yen Lo Wangs Adalas. Was kann die? 24 Schaden durch Blutung für 3 Sekunden. 6% Blutungsschaden. Oh. Dreimal stapelbar. Ist sowieso schon recht ordentlich. Mechanikteil. Omamentruhe. Dachte erst, da stand Ornamentruhe. Oh. Diese Gegend hier, in die wir hier direkt reingeschmissen werden, in Akt 3. Mann, auf das Zeug genau mitzunehmen. So. Oh, kleine Feuerdämonen. Feuerfeen sind das, keine Dämonen. Eine Feuerfee. Okay, bekommt trotzdem noch Schaden durch meine Feuerattacken. Geht's nicht weiter? Doch. Hier ging es weiter. Überhaupt nicht gesehen. Tempel des Marduk, Ebene 3. Viele Ebenen. Oh nee, nicht die schon wieder. Da sind ganz gute Sachen drin in diesen Umamen-Truhen. Alter, das gibt's ja nicht, dass diese kleinen dreckigen Blutsauger so einen Schaden verursachen.
So. Okay, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.